Das Tor selbst war eine absolute Mannschaftsleistung. Ich war einfach total glücklich. Und der Mittelfeldspieler, der hat dann noch bevor er den Ball überhaupt bekommen hat, gesagt, Ronja, Ronja, als ob jetzt was Großes kommt. Ich heiße Ronja und bin 24 Jahre alt. Ich spiele bei Wasserburg. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und auch erstmal bei den Jungs tatsächlich. Für mich ist Fußball etwas, was immer da war und was mir auch viel für mich selber gegeben hat. Es ist immer ein bisschen mitreißender bei den Jungs. Es ist so, da ist eine andere Dynamik drin. Ich bin auf der Auswechselbank gesessen bis zur 80. Minute und bin dann in den Sturm gekommen. Und ich habe noch keinen Ballkontakt gehabt. Und der Osman, der hat dann noch bevor er den Ball überhaupt bekommen hat, gesagt, Ronja, Ronja, als ob jetzt was Großes kommt. Und hat dann den Ball bekommen, ist nach vorne gestürmt. Also er hätte selbst abschließen können, er hat ihn nochmal reingespielt und ich habe abgeschlossen. Das war das Team, das mich da bis zum Schluss begleitet hat. Ich war einfach total glücklich. Es sollte die Möglichkeit geben, dass Frauen bei den Männern spielen dürfen. Für viele ist es einfach praktischer, dass sie zum Beispiel in ihrem Heimatverein spielen können. Oder für mich war es ja auch das Studium, was mich dann dorthin verschlagen hat und was es mir einfach viel einfacher gemacht hat. Für mich ist Fußball etwas, was immer da war. Wenn man jetzt mal auf den Bolzplatz schaut, da sind einfach wenig Frauen, wenig Mädchen vertreten. Oft hat man irgendwie Angst, sich zu blamieren oder es wird ja immer jeder leichtere Schuss dann als Mädchenschuss bezeichnet. Also dass einfach da so ein bisschen mehr Akzeptanz da ist und die Mädchen, die Frauen sich auch wohlfühlen am Platz und auch wissen, dass sie was können und das auch zeigen können. Insofern würde ich mir einfach wünschen, dass so ein bisschen normaler wird, dass Frauen auch ein Tor schießen können, weil es einfach nichts Besonderes ist. Es ist ein Tor.